atmen. Hallo, seid gegrüßt. Guten Tag. Dürft ihr dann mit die Fahnen rein oder ist das verboten? Ich darf nicht rein. Du darfst nicht? Ich gehe nach Hause. Ich darf nicht mal da drüben hin. Und wie wird das begründet? Und es warum? Ist eine Verfügung da, die ist wahrscheinlich veraltet, dass ukrainische und russische Fahnen nicht rein dürfen. Habe ich gesagt, das habe ich heute Morgen 5-mal im Radio gehört, dass russische und ukrainische Fahnen erlaubt sind. Erlaubt sind. Das ist noch nicht Verwaltung. Das hat das Verwaltungsgericht beschlossen, was Polizeipräsident protestiert hat am Verwaltungsgericht, interessiert mich nicht. Ja, das ist traurig. Naja, gut. Sind Sie von Zeitung oder privat? Privat, auf YouTube. Machen Sie mal von hier. Ja, ich hab dich drauf. Von hier dann nicht in die Sonne fotografieren. So, damit man hinten sieht. Da werden die alle kontrolliert da drüben. Die lassen mich. Voriges Jahr kam ich mit dem gleichen Ding. Musste ich in der Garderobe abgeben. Also da, dieses grüne Ding, was du da siehst, dort abgeben gegen Quittung, Fahne, haben sie mir auch nachher zurückgegeben. Und habe ich gesagt, wissen Sie was, ich habe auf die Fahne Eid geleistet, 74. Ich gebe sie nicht nochmal in eure Hände. Jetzt gehe ich nach Hause. Oder auf den 17. Juni. Richtig. Mal gucken, ob das... Versuch doch mal, du bist ja bestimmt morgen auch wieder hier, also am 9. Ja. Gut. Ich bin heute eigentlich zu früh gekommen, ja. Eigentlich sollte ich nach Karlshorst, weil dort ist unterschrieben gestern, also auf heutigen Tag. Ne? Gut. Okay. Komm ich morgen früh, morgen kommen die Wölfe. Das ist irgendwie, Jugoslawien gibt es seit 30 Jahren nicht. Ja. Und die haben die gleichen, die jetzt Ukraine unterstützen, die waren alle dahinter, Jugoslawien kaputt zu machen. NATO, wir von vorne. Ja. Reinmarsch. Was? Wer hat die ersten Bomben auf Belgrad geworfen? Deutsche Tornados vom Stützpunkt Aviano. Was haben die Ukrainer 2014 angerichtet? In Donbass und Lugansk. 18.000 Zivilisten. So sieht's aus. Okay, danke erstmal. Kannst du mal nur ein Bild machen? Ich hoffe, dass wir uns dann morgen wiedersehen. Ich komme mit Sicherheit. Versuch doch mal auch durchzukommen. Mach mal. Für mich. Ach so, morgen. Was ist denn da? Ja. Das ist meine Frage. Ja. Die russischen Truppen, die verteidigen Donbass, Krim, Cherson, Odessa. Ist das ukrainische, reines ukrainisches Territorium? Odessa, Donbass, Krim. Russland ist das. Na, natürlich. Noch ukrainisch gewesen. Deswegen jetzt ist klar, was suchen die Russen. Und gegen wem? Eigene suchen. Und, nehmen wir eigene Länder zurück. Gegen wem verteidigen sie? Donbass. Bitte? Gegen wen verteidigen die Russen? Gegen Faschisten. Also diese Bandera-Leute und so weiter. Ja. Ich habe selbst diesen Maidan gesehen. Und wie und wer hat gewonnen? Das. Diese Idioten, die beherrschen Parlament von Ukraine. Also drohen mit Waffen und so weiter. Das bringt alles nichts. Wenn irgendjemand da ist, wo für Ukraine ist, dann kannst du doch reden, wie du willst. Das ist doch nicht mal ein Krieg zwischen Ukraine und Russland. Das ist doch ein Krieg von der NATO, von der Amis gegen Russland. Und die Ukraine nur als Marionette. Das ist das Einzige, was sie gemacht haben. Und die Idioten lassen es mit sich machen. Ja, weil sie meinen, sie werden jetzt groß in der Welt.
Ja, was haben wir von der Ukraine? Was? Haben die Gold? Haben die Erdschätze? Die haben doch nichts. Die haben gar nichts. Getreide? Kann ich von woanders das kaufen? Russland hat Getreide. Kann ich von Russland? Schließlich so, die haben doch 10, 20 Mal so viel wie die. Ja? Und der Bettler, der große Bettler und der große Clown rennt überall rum und bettelt immer noch. Immer noch. Seit anderthalb Jahren. Bettler. Ja. Hätte vielleicht noch 2, 3 Filme drehen sollen. Wäre vielleicht besser gewesen für ihn. Ja. Da war er besser drin. Filme drehen und Clown spielen. Wissen Sie, welcher Schatz ist das Wichtigste für Stahl? Welcher Schatz? Die Leute. Die Bürger. Die Loyalität. Und nee, die nicht, was unter Boden liegt. Oder? Die haben doch gar keine Loyalität. Bitte? Dieses Land hat doch gar keine Loyalität. Die drehen sich doch in den Wind, wo sie gerade gut kommen, oder? Vorher war es Russland, hurra, wir kriegen Geld für Pipelines und so weiter. Und jetzt kriegen wir Geld von Westeuropa, von NATO, von allem Möglichen. Und jetzt sind sie in der Richtung. Wenn morgen China kommt und sagt, ich gebe dir, dann sind sie für China. Verstehen Sie? Die gehen in die Welle, wo sie am besten vorwärts kommen. Vielleicht muss man ein bisschen etwas in Blut tragen. Also zum Beispiel als Russland. Nationalstolz muss man haben. Nationalstolz. Was haben die für einen Stolz? Bettelstolz? Ukraine? Die haben doch nichts. Aber wir sind doch hier nicht wegen Ukraine und Russland. Wir sind hier wegen unserer Opas, wo hier gefallen sind. Wo die Nazis vertrieben haben, 45. Und wo gewonnen haben. Für das sind wir doch da. Wir sind nicht da, um zu diskutieren über einen Krieg. Den Krieg braucht die ganze Welt nicht. Deutschland hat keine Souveränität, deswegen ist sie selbstständig nicht einig. Deutschland ist genauso langsam eine Marionette für alle anderen. Ja, ja. Für alle anderen Marionette. Ja. Immer nur hier, da, das und das. Ja? Schreit Amerika, rennen sie nach Amerika. Schreit Russland, rennen sie nach Russland. Bist du stolz auf Deutschland? Du selbst bist ich bin, Deutscher. Ich bin ein stolzer Deutscher, ja. Aber das darfst du nicht sagen, weil sonst heißt er noch, ich bin Nazi oder so. Ne? Da heißt gleich, ich bin Nazi, wenn ich sage, ich bin Deutscher, weil ich bin Deutscher. Ne? Du hast nicht Heil Hitler. Nein, habe ich nicht. Ich bin gegen den sogar. Ich bin gegen die Idioten, aber ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. Musst aber, du auch? Ja, muss ich. Aber so langsam darfst du das ja so langsam nicht mehr öffentlich sagen, mit meinem Deutschland. Ich zum Beispiel, ich kann unterschreiben, Deutschland über alles. Warum nicht? Das ist normal für... Das ist normal, aber diese Strophe wurde ja verboten. Ja, was ist jetzt? Obwohl das ja keine Nationalhymne ist. Ja, das ist ja keine, vom Grund her ist keine Nationalhymne. Ja, ist doch nur ein Lied, wo zur Nationalhymne gemacht wurde. Fertig. Ich hasse auch Amerika nicht. Es war andere Amerika. Und ich hoffe, bleibt noch.